So, meine lieben Freunde, da sind wir wieder in einer neuen Folge Let's Play The Forest. Diesmal nur eine kleine Aufnahme. Und ich habe keine. Ja, okay. Sie ist unsichtbar. Und wir haben einen Baum in unserer Basis stehen. Finde ich nicht so schön. Den hauen wir mal gleich aus den Socken hier. Und warum ist die Axt unsichtbar? Und jetzt ist er auch nicht mehr zu sehen. Scheiße. Ich brauche ein Lockhole. Ja, geh durch die Tür. Hübsch hier. Ja, früh am Morgen, so wie in echt. Naja, früh ist es nicht mehr. Ist schon kurz nach 10. Und ich brauche einen Lockholder. Jetzt stelle ich mir mal hier hin. Ja, in dieser kleinen Kurzaufnahme würde ich gerne ein bisschen das Lager aufbauen. Ach, warum schnitzel ich denn Bäume? Ich brauche Sticks. Yeah. Bin der Stickhunter. So, sticky, 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 sticky. Ja, wir spielen immer noch, natürlich immer noch auf den neuesten Patch. Und vielleicht haben wir Glück und kriegen wieder so eine Massenkarambolage wie beim letzten Mal. So, 6 müsste ich hier vielleicht drin haben. Ja, geh weg. Stein. Scheiße, nur 4. Ah, und was mackert der denn schon wieder rum? Ja, 2 Sticks. Und ein Lizard. Oh, wir haben genug Armor. Und nur ein Surfer vor. Ah ja, eins habe ich ja zur Bombe verarbeitet, stimmt ja. Ich wollte gerade sagen, da ist jemand. Ist aber bloß dieser tote Baumstumpf gewesen. Oh, der Waschbär will Fange spielen. Hab dich, du bist dran. Lol. What the fuck? So. Erstmal alles da rein verfrachten. Ist das ein neues Geräusch dafür? Ah, schnell mal kratzen. Da unten ist aber nichts mehr hingerollt, oder? Nee. Okay. So. Rein damit. Oh. Oh. Falscher Knopf. Der kommt gleich mit dazu. So, na komm. Denn ich würde in der nächsten Aufnahme wahrscheinlich dann gerne anfangen, das Baumhäusli zu bauen. Ich weiß gar nicht, wie viel braucht man dafür. 31. Aber da wir diesen... Na doch, 82. Vielleicht haben sie das ja überarbeitet, ich weiß es gar nicht. 16, ja. Sieht gut die aus. Sonst hätte ich gedacht, wir brauchen vielleicht gar nicht so viel oder doch mehr. War ja mit dem Hausboot auch so.
Auf jeden Fall brauche ich noch so ein Blockhole. Setze ich mal hier ran. 4. Und ein Kaninchenbau würde ich da natürlich auch gerne bauen. Bau, Käfig. Einfach mal, um es auszuprobieren. Und mich wundert, dass wir noch keinen Besuch haben. Aber ich glaube, das ändert sich, sobald es Nacht wird. Nein, nimm den, nimm den. Oh fuck, das wird aber ziemlich schnell dunkel. Fuck, ich brauche 3 Sticks. Da höre ich sie schon. Einfach mal anmachen, damit wir hier ein bisschen Licht haben. 1, 2. Einfach mal ein bisschen mehr mitnehmen. So. Weg mit dem Stein. Und ich würde dann sagen, ich gehe mal schnell knacken, ne? Bevor die lieben Eingeborenen mich zu sehr ärgern. Und ich habe die Axt nicht mehr in der Hand. Steine sind voll. Steine. Ich weiß gar nicht, wie viele wieder reinlegen können. So. Die kann jetzt auch blocken, ohne zu schlagen. Aha. Und ich hau mich mal knacken. Und wir haben die Nacht überlebt. Yeah. Keine Eingeborenen in der Nähe. Respekt. Anscheinend haben sie das Interesse an uns verloren. Und beim letzten Mal war ja doch sehr viel los. Folgen haben ja auch leicht dezente Überlänge. Aber diesmal ist hier echt tote Hose, ne? Naja, so kann ich in Ruhe ein bisschen Baumstämme sammeln. Und in der nächsten Aufnahme, die dann heute Abend sein wird, da ich nachher erstmal arbeiten muss. Deswegen auch bloß jetzt eine kurze Aufnahme, weil die Folge vielleicht noch heute Abend dann veröffentlicht wird. Aber nur vielleicht, da ich ja kein Amnesia mehr habe. Ja, wird dann heute Abend weiter aufgenommen. Und dann auch etwas länger. So, jetzt brauche ich hier mal einen Rabbit Cage. Der kann die Steine hier jetzt nicht echt nicht rausnehmen. Traurig. Sehr, sehr traurig. Geht die Sonne schon wieder unter? Das Spiel will mich doch verarschen. Nee, die geht jetzt auf, oder? So, Stone habe ich voll. Du sollst den Stick nehmen und nicht den verdammten Stein, Alter. Ich glaube das nicht. Stickies, ich brauche Stickies. Und schnell zurück at home. Ich frage mich ja, wie viele Steine in diesen Stoneholder passen. Gucken, ob ich da noch welche reingeschleudert kriege.
Okay. Passt eine Menge rein. Ja, scheiß Tür. So, da ist er. So, zwei Stickies brauchen wir noch. Sollten ja zu finden sein. Aber dieser Stoneholder ist echt praktisch. Obwohl der zum Anfang recht praktisch wäre, wenn man seinen Shelter baut. Stick. Stone. Stick. 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 Ach, mehr Sticks gehen nicht. Oder Leaves gehen immer. Da ist noch ein Stone. Gucken wir, ob noch mehr da reinpassen, weil wir hatten ja eben keine mehr. So, ein Rabbit Cage haben wir auch. Okay. Alter, wie viel da reinpasst. Das ist hier fantastisch. Mitkommen. Lol. Ah, Geronimo. Habe ich es? Scheiße, im Lauf. Kann ich ihn nicht erwischen? So, liebe Kaninchen. Aha, ich setze ein Kaninchen rein und ein neues erscheint. Das bringt mir was? So, dies ist also eine Folge, in der wir unsere Vorräte auffüllen werden. Ah, jetzt hält wieder nichts in der Hand. Komm, ich nehme mal hier die kleine süße Flugzeugaxt. Und noch ein Kaninchen. Hm. Aha, wir kriegen Besuch. Oh. Wollen jetzt ihre Freunde? Weil sie hier das Gebaute gesehen haben. Sollen sie? Ich bin eh gleich durch mit der Aufnahme. Muhahaha, da können sie mich schon mal am Ohr schlecken. So, okay, Steinholder ist voll. Könnten wir aber vielleicht noch in Zukunft ein paar basteln. Den Stickholder würde ich auch gerne noch voll knallen. Und dann würde ich auch gerne mein Inventar damit voll haben. Ich glaube, mehr als 9 können wir nicht tragen. Da passen noch mehr Steine rein. Ich hatte bloß wieder keine. So, was haben wir denn hier noch? Passt da noch mehr rein? Alter, wie viele Steine da reinpassen? Das ist ja traumhaft. Das ist ja ein Traum. Die sind zu ihrem Dorf zurück, glaube ich. Da ist wieder erwaschbar. Erwaschbär. Da ist ein Stone. Woohoo! Yeah, Stone. So, mal gucken.
Wie viele da noch reinpassen? Das interessiert mich brennend. Wäre jetzt passend gewesen, wäre ich ins Feuer gelaufen. Ah, ich glaube, das Ding ist voll. Ja. Zeig bloß noch rausnehmen an. Stickies könnten wir noch ein paar sammeln. Und dann ist die Folge auch schon vorbei. So, Stones sind wir auch voll. Und ich kann drauf wetten, beim nächsten Mal haben wir wieder einen Busch im Lager stehen. Naja, da kann man nichts machen. Sticky, sticky. Hier ist auch nirgendwo jemand zu sehen. Kein Kannibale? Kein... Ich wollte gerade sagen, da krabbelt eine. Und das war bloß der niedrige kleine... Der kleine Waschbär. Och, die Putzi, Putzi, Putzi. So, Sticky ist voll. Ich glaube, Essen lohnt sich jetzt auch nicht, da wir am Anfang der nächsten Aufnahme wieder Hunger haben. Snack ich mir einfach mal so einen kleinen Riegel. Ah, diese blöde Tür. So, jetzt ist das Ding auch voll. Habe ich eigentlich schon 1, 2, 3, 4, 5 und 1. So, jetzt... Ich denke, man kann brennende Pfeile machen. Hat mir das Survival-Buch gesagt, oder? Press, ja. To make fire, tipped arrows, combine arrows with clothes. Das geht nicht. Das geht nicht. Absolut nicht. Oh, falscher Knopf. Keine Chance. Aber das geht. Ich kann ja bloß eine machen. Naja, haben wir halt einen Sticky verbraten. Habe ich mir nicht letzte Folge Molotovs gemacht? Oder habe ich die alle verballert? Keine Ahnung. Das sehen wir dann in der nächsten Folge. Dann würde ich jetzt schon mal sagen... Tut mir leid, aber du standest vor... Oh, er will kuscheln. Ich speichere jetzt und... Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen und würde sagen, bis zum nächsten Mal und haut rein.